Hallo, ich bin Markus Auer von Threat Quotient. Sicherlich kennen Sie bereits unsere Threat Intelligence Plattform, um externe Informationen über Bedrohungen, sprich, was ist da draußen, mit internen Informationen Ihrer Security-Lösungen wie SIEM, Advanced Threat Detection oder Vulnerability Assessment zu vereinheitlichen und zu verknüpfen. Dies ermöglicht verschiedenen Security-Teams wie Incident Response, Security Operations, oder Analysten gemeinsam auf einer einheitlichen Plattform zu arbeiten. Ich freue mich heute ganz besonders unser neues Produkt vorzustellen, das die Arbeit im Bereich Cyber Defense revolutionieren wird. ThreatQ Investigations, dem ersten Cyber Security Situation Room. Was kann man sich unter einem Situation Room vorstellen? Stellen Sie sich einen Film vor, in welchem Generäle um eine Karte stehen, welche die Situation und Bewegungen der Streitkräfte repräsentiert. Basierend auf dieser Ansicht und den dazugehörigen Informationen können Sie Strategien entwickeln, Bewegungen koordinieren und Entscheidungen treffen. ThreatQ Investigations bringt genau diese Vorteile in die Cyberwelt. ThreatQ Investigations bietet zwei einzigartige Funktionen. Erstens Collaboration. Erstmals wird es Security Teams ermöglicht, auf einer einheitlichen Plattform zusammenzuarbeiten, Analysen zu machen und vor allem Aufgaben zu verteilen. Dies ermöglicht eine schnelle und gezielte Lösung der Situation. Zweitens, Timeline. Anders als im vorher beschriebenen Beispiel der statischen Karte, kann ich in ThreatQ Investigations den Zeitfaktor mit einbeziehen. Das heißt, wurde der Incident bereits einmal gesehen, wurde der Incident bereits in der Vergangenheit bearbeitet. Dies erlaubt es dem Security Team ein Replay der Geschehnisse zu machen, um ein besseres Verständnis zu bekommen. Schauen wir uns einige Anwendungsbeispiele an. Erstens: Ein kritischer Security Vorfall in Ihrem Unternehmen bedarf der sofortigen Koordination und Zusammenarbeit verschiedener Security Teams. Zweitens: Stellen Sie sich vor, Sie erhalten am Morgen Informationen von CERTs, dem BSI oder dem Verfassungsschutz über einen neuen Cyberangriff, der sich rasend schnell über Europa ausbreitet. Sie wurden bis dato noch nicht getroffen, müssen diese Krise aber managen und herausfinden, welche Schwachstellen angegriffen werden und ob sie potenziell verwundbar sind, um Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Drittens. Dadurch, dass alle Incidents in unserer Threat Library vorgehalten werden, können Incidents aus der Vergangenheit mit aktuellen verknüpft werden. Scheinbar irrelevante Incidents bekommen neuen Kontext und eine neue Bedeutung. Fassen wir noch einmal zusammen. Die ThreatQ Intelligence Plattform bildet die Threat Library, auf welcher externe Security Informationen mit internen Security Informationen vereinheitlicht und verknüpft werden. ThreatQ Investigations bildet die Plattform, auf welcher verschiedene Security-Teams gemeinsam arbeiten können, um schnell Gegenmaßnahmen zu ergreifen.